Nach meinem Video zur Kirche in der DDR von 1949 bis zum Ende der 70er Jahre kommt jetzt der Showdown. Zum Ende der DDR war die evangelische Kirche so nah an den Menschen wie nie vorher oder hinterher und sie trug wesentlich zum Fall des Regimes bei. Während der 1970er Jahre entstanden in vielen osteuropäischen Ländern Bürgerrechtsgruppen. Sie forderten die Einhaltung der Menschenrechte und politische Freiheiten. In der Folge der Verschärfung des Kalten Krieges durch die Stationierung von SS-20 Mittelstreckenraketen im Osten und Pershing-2-Raketen im Westen, dem NATO-Doppelbeschluss und dem Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan entstanden in Ost- und Westdeutschland zahlreiche Friedensgruppen. Die Massenproteste in Westdeutschland konnten in der DDR allerdings nicht erwartet werden. Vielmehr traf man sich hier zu wöchentlichen Friedensgebeten. Seit 1978 in Erfurt, dann auch in Magdeburg, Rostock, Leipzig, Dresden, Ost-Berlin und auch in kleineren anderen Städten in der DDR gab es regelmäßige kirchliche Treffen dieser Friedensbewegung. Ohne den langen Atem der Pfarrer und der kirchlich Aktiven während dieser Jahre wäre die Geschichte wohl anders verlaufen. Beispielhaft sind hier die bekannten Akteure des Herbstes 89 wie Christoph Wonneberger, Christian Führer, Friedrich Magirius, Rainer Eppelmann oder Gesine Oltmanns zu nennen. Es gab aber auch noch viele andere. Mit dem Format der Friedensgebete hatte Pfarrer Wonneberger eine Möglichkeit geschaffen, bei der Klage und Fürbitten, also typisch christliche Elemente, verwendet wurden, mit denen aber gleichzeitig auch inhaltliche Missstände kritisiert und öffentlich gemacht werden konnten. Erst 1988, 89 weiteten sich diese Friedensgebete aus. Die Kirchen hatten auch immer mehr oppositionellen Gruppen ein Forum geboten. Die Themen waren immer politischer geworden. Zum Teil wurden Friedensgebete sogar von diesen politischen Gruppen selbst gestaltet. Diesem gebot die Kirche allerdings auch manchmal Einhalt, wenn es ihrer Meinung nach zu politisch wurde. Die Reaktion der Betroffenen richtete sich dann nicht nur gegen den Staat, sondern plötzlich auch gegen die Kirche. In der Bevölkerung herrschte eine Mischung aus Mitmachen und Distanzieren vor, symbolische Teilnahme und Rückzug ins Private. Die Führungsrolle der Kirchenvertreter, Pfarrerinnen und Pfarrer wurde akzeptiert. War doch die Kirche die letzte recht freie Massenorganisation, die über entscheidende Ressourcen verfügte. Hier gab es Führungspersonen, Räumlichkeiten für Treffen, Kopiergeräte zur Vervielfältigung von Texten und die Möglichkeit zur Veranstaltung und Gottesdiensten. Denn was macht eine kirchliche Veranstaltung aus? Gebete, Lieder, biblische Texte oder ein Segen am Schluss? Wann ist ein Friedensgebet eine christliche und wann eine politische Aktion? Im Anschluss an die Gebetstreffen bildeten sich Protestmärsche, meist ausgehend von den Kirchen, jetzt aber in noch größerer Öffentlichkeit. In Leipzig führte das zu direkten Reaktionen des Staates. Es kam im Oktober zu einer Einkesselung durch die Polizei, die sich dann aber wieder zurückzog und nur noch beobachtete. Aus einigen Dutzend Teilnehmern wurden Hunderte und dann im Oktober 1989 10.000 Teilnehmer. Die sogenannten Montagsdemonstrationen hatten begonnen. Die kirchlichen Parolen zum Frieden waren ersetzt worden durch politische. Wir sind das Volk, Gorbi, hilf uns und weiterhin auch keine Gewalt. 9. Oktober in Leipzig fand, ausgehend von der Nikolaikirche, die bislang größte Montagsdemonstration mit 70.000 Menschen statt, trotz schwer bewaffneter Einheiten von Polizei, Volksarmee und Staatssicherheit. Die Menschen hatten immer die Reaktion in China vor Augen, wo das Regime mit brutaler Gewalt gegen Demonstranten auf dem Platz des himmlischen Friedens vorgegangen war. Die SED-Führung in der DDR wagte es allerdings trotz Drohungen im Vorfeld nicht, die Demonstranten gewaltsam aufzuhalten. Kerzen und Rufe keine Gewalt wurden zum Symbol des kirchlichen Einflusses auf die Demonstranten. In einem Spielfilm zum 20. Jahrestag des Mauerfalls formuliert der leitende Stasi-General folgenden Satz: Wir haben alles geplant, wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Immer mehr Menschen verloren seit dem 9. Oktober die Angst und brachten auf der Straße ihren Willen zur Veränderung zum Ausdruck. Schließlich führt dies alles zum Fall der Mauer, dem Ende der DDR und dann zur deutschen Wiedervereinigung. Während die Bedeutung der Kirchen mit dem Ende der DDR wieder rasant abnahm und Ostdeutschland nach 40 Jahren Sozialismus zu den säkularsten Regionen in ganz Europa zählt, ist ihre Rolle bei der Wende gravierend. Kirche kann und soll auch politisch sein, denn die Botschaft Jesu Christi stellt die Unterdrückten und Entrechteten ins Zentrum. Und dies muss meiner Meinung nach auch heute mit Leben gefüllt werden. Und vielerorts geschieht das. Und das ist gut so.